das Ziel bei Factorial 5 ist, dass es erstmal gar nicht so richtig ein Ziel gibt. Also es ist eben nicht so, dass wir sagen, okay, wir arbeiten genau dahin und dann hört es auf. Sondern das Ziel ist, dass wir ein Workout schaffen, was wir irgendwie in unseren Alltag, in unseren Wochenplan easy reinbekommen. Das ist das Ziel. Weil 5 Minuten definitiv besser sind als überhaupt gar kein Training. Und wenn du richtig an deiner Technik feilst und die Übungen sauber durchführst, dann reichen diese 5 Minuten auch echt, um dich in Schwitzen zu bringen und um deinen Körper zu formen. Also grundsätzlich muss man sagen, Melli ist bei uns sozusagen die Fachfrau. Sie macht auch viele Kurse fürs Fitnessstudio und wir haben uns damals zusammengesetzt und überlegt, was sind so die Kernübungen, die man braucht, die möglichst alles abdecken und vor allem die sehr, sehr einfach umzusetzen sind. Wir brauchen keine Gewichte, wir brauchen keine Bänder, wir brauchen keine Stange. Wir können alles auf dem Boden, wenn es ein bisschen dreckig ist, mit einer Matte. Aber ansonsten brauchen wir kein Equipment dafür, weil es eben genau darum ging, Leuten jetzt nicht nochmal extra was aufzuschwatzen, irgendwas zu verkaufen, sondern es gibt keine Ausrede. Jeder kann diese 5 Übungen machen. Das wirst du wahrscheinlich eher durch innere Einstellung. Klar, Sport verändert deinen Körper und verändert hoffentlich auch deine Einstellung, dein Auftreten, wie du dich bewegst. Aber ein Patentrezept für was schlank, sexy, fit ist es natürlich nicht. Der größte Teil liegt bei dir selbst. Aber Factorial 5 ist definitiv etwas, was dich in die Richtung pushen kann, in die du vielleicht gehen möchtest. Diese Frage bekommen wir tatsächlich sehr häufig bei allem Möglichen. Wie lange muss ich das machen? Diese Frage ist eigentlich schon grundfalsch. Es gibt darauf keine Antwort. Wir erhoffen ja uns davon, dass wir uns besser fühlen. Also beantworte dir deine Frage, wie lange möchtest du dich besser fühlen? Wie lange möchtest du gesund sein? Wie lange möchtest du keine Rückenschmerzen haben? Ja, ehrlich gesagt, solange ich lebe, oder? Also ist deine Antwort auf die Frage, wie lange muss ich das machen? Du willst es hoffentlich so lange wie möglich machen. Also du startest mit den Beginnerübungen und irgendwann merkst du vielleicht, dass du dich so weiterentwickelt hast, dass du einfach einen neuen Impuls brauchst. Und dann versuchst du dich an den Advanced-Übungen. Und du kannst das auch so machen, dass du immer nur die Hälfte einer Übung vielleicht Advanced machst und dann zurück zu Beginner gehst, so wie ich das in den Push-Ups momentan auch mache und dann einfach nach der Hälfte auf die Knie gehe. Und manchmal ist es auch tagesformabhängig. Vielleicht reicht dir an manchen Tagen einfach Beginner, obwohl du schon mal zu Advanced übergegangen bist. Aber doch, das ist völlig okay, dann einfach auf den eigenen Körper zu hören. Ich bin selbst überhaupt nicht frei davon, Motivationsprobleme zu haben. Es ist ganz häufig bei mir auch so, dass ich gerade am Anfang, das ist was ganz Menschliches und Natürliches, dass ich am Anfang sehr motiviert bin und auf lange Sicht dann doch irgendwie wieder schleifen lasse. Ich habe jetzt gemerkt, bei der Vorbereitung für diese ganzen Videos, man denkt immer, also viele denken, ich sei die ganze Zeit mega fit, das ganze Jahr über. Das stimmt auch nicht. Ich habe auch so meine Phasen und war jetzt wieder eine Phase, wo ich weniger gemacht habe. Und ich erhoffe mir tatsächlich durch dieses Konzept, dass wir das eben gegenseitig uns teilen, dass wir diese Workouts machen, dass ich selber davon profitiere, langfristig einfach immer dabei zu bleiben, immer für einen starken unteren Rücken zu sorgen, einen kräftigen Bauch, gesunde Schultern und so weiter. Also das erhoffe ich mir davon, dass wir was aufbauen, was uns alle gegenseitig motiviert. Meine Lieblingsübung. Ich glaube tatsächlich der Paddler. Obwohl er sehr herausfordernd ist und der Sinan da nicht meiner Meinung ist. Aber ich mag das, diese ganze Spannung im Körper, die Länge von den Fingerspitzen bis in die Zehen und diese totale Kontrolle, die man ausüben muss und man wirklich seinen kompletten Körper spürt. Meine Lieblingsübung sind die Push-Ups, die Melli nicht so gerne macht. Das ist interessanterweise die Übung, die mich am wenigsten anstrengt. Wahrscheinlich, weil ich da irgendwie in meinem Leben am meisten schon für gemacht habe. Jetzt ist das Schöne an Factorial 5, dass mich dieses Workout zwingt, die anderen Sachen auch zu machen, weil ich dazu neige, immer das zu machen, beziehungsweise viele neigen dazu, eigentlich nur das zu machen, was man eh schon gut kann und dann sozusagen so eine Isolierung einer Übung hat. Und das wollen wir ja nicht. Ja, aber trotzdem, die Push-Ups, die werde ich immer lieben. Ja, die langfristige Motivation, das ist ganz, ganz häufig genau eben der Knackpunkt von so vielen Produkten, die man kaufen kann, Projekten oder Videokonzepten. Und wir haben uns halt überlegt,
Wir wollen uns alle gegenseitig motivieren. Deswegen ist bei uns ja auch ganz, ganz wichtig, wenn du ein Workout machst, dann teile es mit anderen. Warum? Es bringt dich in eine gewisse Verantwortung, nämlich weiterzumachen. Weil in dem Moment, wo du anderen sagst, ey, ich habe das gemacht, dann sieht erstens ein anderer und denkt sich, scheiße, der hat was gemacht, ich mache, glaube ich, auch noch eins. Und wenn der es auch wieder teilt, dann siehst du das ja auch wieder und denkst, ach, der hat auch schon wieder ein Workout gemacht. Und so können wir uns gegenseitig sozusagen immer wieder daran erinnern, ey, komm, fünf Minuten, ich mache das. Wenn ich es gemacht habe, motiviere ich noch irgendwie einen anderen. Es klingt so ein bisschen wie ein Schneeballsystem, aber es ist ein positives Schneeballsystem in dem Sinne, dass wir, es kostet ja nichts, dass wir uns gegenseitig einfach immer wieder motivieren, komm, 5 Minuten. Keine Diskussion. Denk gar nicht drüber nach. Schalt es an, 5 Minuten und los.